Ein Kunde von uns bat mich, sein Angebot, und zwar die Fondsrente privat von der AXA Lebensversicherung, zu analysieren und zu prüfen. Ich werde dir anhand eines Musterbeispiels in diesem Video zeigen, mit welchem konkreten Ergebnis du bei diesem Tarif rechnen darfst. Am Ende wirst du erkennen, ob der Vertrag zu dir passt oder du lieber eine individuelle Beratung durch uns haben möchtest. Wenn du dich also für die Fondsrente privat von der AXA interessierst oder bereits einen solchen Vertrag haben solltest, dann solltest du dir dieses Video bis zum Ende zu unserem Fazit und unserer Empfehlung ganz genau angucken. Mein Name ist David Happe. Zusammen mit meinem Team von Experten haben wir in den letzten Jahren tausende Altersvorsorgeprodukte und Geldanlagen analysiert und geprüft. Durch meine Kenntnisse bin ich in der Lage, sämtliche Finanzprodukte mathematisch zu bewerten. Gemeinsam mit meinem Team decke ich für unsere Kunden die offenen und versteckten Faktoren von den verschiedensten Finanzprodukten auf, die dazu führen, dass das, was in Rendite in den Angebotsunterlagen suggeriert wird, oftmals nicht beim Kunden ankommt. In den letzten Jahren haben wir mit unserem bankenunabhängigen Finanzanalysesystem bereits tausende Finanzprodukte mathematisch ausgewertet. Transparent erklären wir, welchen langfristigen Einflussfaktor die aus der Wissenschaft belegten Faktoren auf die tatsächliche Kundenrendite haben und wie groß dabei die finanziellen Nachteile für den Kunden sind. Wir werden in diesem Video viel über Kosten und Rendite sprechen. Doch warum ist die Rendite so wichtig? Die Rendite sorgt dafür, dass das Geld, was du anlegst, wächst und Zinsen erwirtschaftet. Und das ist so wichtig, weil wir nämlich jedes Jahr eine Inflation von 2% im Durchschnitt haben. Und dein oberstes Ziel sollte sein, wenn du Geld anlegst, dass du mindestens mal die Inflation ausgleichst. Und aus diesem Grund legen wir den Fokus in unseren Vertragsprüfungen hauptsächlich auf die Rendite. Außerdem ist ja mittlerweile jedem bekannt, dass das gesetzliche Rentensystem in Deutschland nicht mal mehr die Hälfte des Einkommens später ausmachen wird, weshalb jeder zusätzliches Kapital braucht, um später seine Rente davon aufbessern zu können. Die meisten Menschen haben in der Praxis nach vielen Jahren in ihren Verträgen oftmals eine Rendite von um die 0%, wenn man die Inflation dabei richtig berücksichtigt. Darum ist es so wichtig, dass du weißt, wie du das für dich ändern kannst. Es macht natürlich einen gigantischen Unterschied aus, wenn bei dir statt 0%, wie bei leider so vielen Menschen, 4 oder 5% nach Abzug der Inflation pro Jahr ankommen. Erfahrungsgemäß reden wir hier von Unterschieden auf lange Sicht von teilweise mehreren Hunderttausenden von Euros, die du halt verlierst, wenn du auf die falschen Finanzprodukte setzt. Und darum ist die Rendite einer der wichtigsten Punkte, wenn es um das Thema Geldanlage geht. Dieses Video ist eins von vielen Videos aus der Kategorie Vertragsprüfung, in der wir transparent verschiedene Verträge erklären und bewerten. Daher werden wir dir gleich anhand eines konkreten Beispiels der Fonds-Privatrente von der AXA mit Hilfe eines finanzmathematischen Gutachtens erklären, welchen Einfluss die verschiedenen Faktoren haben, sodass du für dich ein Gefühl dafür bekommst, was du aus deinem Vertrag oder vorliegenden Angebot von der AXA langfristig erwarten darfst. Bevor wir allerdings in die Vertragsprüfung einsteigen, noch ein wichtiger Hinweis. Das Video baut auf einige grundlegende Aspekte und Annahmen auf, welche ich dir in einem anderen Video detailliert erläutert habe. Dieses allgemeine Video findest du sowohl oben links hier markiert als auch unten in der Beschreibung unter diesem Video. Zusätzlich findest du auch noch einen Blogartikel zu dem Thema, zu den Grundlagen. Wenn du also tiefer in das Thema eintauchen möchtest, empfehle ich dir zuerst, die Grundlagen genauer anzugucken. Den Blogartikel habe ich dir ebenfalls unten in der Beschreibung verlinkt. Außerdem möchte ich nochmal erwähnen, dass unser Beispiel natürlich nur zur Veranschaulichung und zum besseren Verständnis für dich zu sehen ist. Deine Zahlen in deinem Angebot oder in deinem Vertrag können hiervon natürlich abweichen. Wenn du möchtest, dass wir das Ganze für dich individuell prüfen und eine Angebots- oder Vertragsprüfung durchführen, kannst du dich gerne für ein kostenloses Erstgespräch bei uns melden. Wir werden jetzt mal in das Angebot von der AXA reingehen. Wir haben das hier nachgerechnet für unseren Kunden, damit wir das jetzt hier zeigen können, anonymisiert, in dem Fall für einen Max Mustermann. So, hier in dem ausführlichen Vorschlag sehen wir für Max Mustermann, der ist am 1.5.1990 geboren und wir gehen mal etwas weiter. Wir sehen jetzt hier in unserem Beispiel, soll ein monatlicher Beitrag von 320 € für die Altersvorsorge, und zwar über 36 Jahre. In dem Fall war hier Beginn 1.6.21 von dem Angebot und 1.6.2057, also 36 Jahre, sollen 320 € in diesen Vertrag eingezahlt werden. So. Und in dem Angebot, was uns unser Kunde vorgelegt hat, war hier eine Fondsanlage hinterlegt, und zwar 100% des Geldes, das der Kunde einzahlen möchte, soll in diese Fondsanlage gehen. Um jetzt mal als erstes die Kosten herauszulesen, die hier auf der Ebene der Versicherung entstehen, gehen wir in das sogenannte Basisinformationsblatt.
Das liegt diesem Angebot bei und daraus können wir nämlich die Kosten, die für die Versicherung entstehen, hier entnehmen. Dazu scrollen wir etwas nach unten. Und zwar auf die Seite 7. Und da ist Folgendes recherchiert worden. Also, die gesamte Beitragssumme ist die Grundlage für die Berechnung der Abschluss- und Vertriebskosten. Die Beitragssumme bei diesem Vertrag beträgt 320 Euro mal 12 mal Vertragslaufzeit, in dem Fall 36 Jahre. So, das sind 138.240 Euro. Und davon, das sehen wir auch hier, davon 2,5% sind die Abschluss- und Vertriebskosten, also 3.456 Euro. Das steht hier. Diese Abschluss- und Vertriebskosten werden maximal über die ersten 5 Jahre von der Beitragszahlungsdauer oder von den Beiträgen entnommen. Das heißt, wenn wir das jetzt mal durch 5 Jahre, sprich 60 Monate teilen, dann sind das 57,60 Euro, die in den ersten 5 Jahren von jedem Monatsbeitrag weggehen für die Bezahlung der Abschluss- und Vertriebskosten. So, das sind die sogenannten Alpha-Kosten, die haben wir hier oben. Dann haben wir Verwaltungskosten, das sind die Beta-Kosten. Die werden im gleichen Abschnitt hier beschrieben und zwar steht hier, zusätzlich sind bis zum 01.06.2057 in dem jährlichen Beitrag von 3.840, das sind die 320 Euro mal 12, übrige Kosten in Höhe von 345,60 Euro enthalten. Und hier ist noch der Hinweis, der gesamte Beitrag der übrigen Kosten entfällt auf Verwaltungskosten. Ändern sich die Beiträge, ändern sich auch die Kosten. Das heißt, man sieht hier, die Kosten, die wir hier aufgeschlüsselt haben, berechnen sich an den 320 Euro. Zahlt der Max Mustermann in dem Fall mehr ein, erhöhen sich auch die Kosten, zahlt er weniger, verringern sich die Kosten, diese Verwaltungskosten. Darum geht es in diesem Teilabschnitt. So, und 345,60 Euro jährlich sind im Monat 28,80 Euro. Das sind die sogenannten Beta-Kosten. Und die im Verhältnis zum Beitrag von 320 Euro, den er zahlt, stellen 9% dar. Das heißt, 9% haben wir hier an laufenden Verwaltungskosten. Und dann haben wir noch sogenannte Gamma-Kosten. Die Gamma-Kosten fallen jährlich immer wieder auf das gesamte Vertragsguthaben an. Das heißt, die machen am Anfang relativ wenig aus, weil der fängt ja gerade erst an, das Kapital wächst und wächst und wächst. Und jedes Jahr fallen diese Gamma-Kosten an. Beziehungsweise wird hier gesagt, dem Fondsvermögen, hier in dem Abschnitt, dem Fondsvermögen Ihres Vertrages entnehmen wir monatlich, ganz wichtig, nicht jährlich, 7,95 Euro je 10.000 Euro Fondsvermögen. Durch den Überschuss auf das Fondsvermögen reduzieren sich diese Kosten auf aktuell 3,96 Euro monatlich. So. Das heißt, wir haben hier aktuell einen Überschuss drin, was nicht dauerhaft so sein muss. Wir gehen in unserer Berechnung allerdings davon aus, dass der dauerhaft auf dem Niveau bleibt. Und dann haben wir hier 3,96 Euro im Monat. 3,96 Euro mal 12, um das aufs Jahr zu haben, sind 47,52 Euro pro 10.000. So. Und das mit eben diesem Überschuss, der hier aktuell drin ist, bedeutet, dass wir hier 0,47%, das ist mathematisch aufgerundet, also 0,74% pro Jahr an sogenannten Gamma-prozentualen Verwaltungskosten haben. Und jetzt haben wir hier diese 4 Kostensätze ermittelt, beziehungsweise 3, Alpha, Beta und hier hinten den Satz Gamma, wie gerade gesagt, 0,47%. Und als nächstes gehen wir jetzt mal in die Fondskosten, die hier dieser Fonds, der hier zu 100% hinterlegt ist, mit sich bringt. Dazu öffnen wir uns die wesentlichen Anlegerinformationen des hinterlegten Fonds. Und da gehen wir auf die Seite 2. Und sehen hier, dass dieser Fonds laufende Kosten hat in Höhe von 0,85%. Die müssen wir also erfassen. Und darüber hinaus sehen wir hier auf der rechten Seite, die von Ihnen bezahlten Gebühren werden verwendet, um die laufenden Kosten einschließlich der Vermarktungs-, Vertriebs- und Vertriebskosten zu decken. Diese Gebühren mindern das potenzielle Wachstum Ihrer Anlage. So, also das ist ganz klar aufgeschrieben. Die Gebühren verringern das Wachstum der Geldanlage. So,
Dann ist noch wichtig, die laufenden Kosten basieren auf den Aufwendungen der letzten 12 Monate. Dieser Wert kann von Jahr zu Jahr variieren. Darin enthalten sind keine Transaktionskosten, die sich nachteilig auf die Erträge auswirken. Also, diese 0,85% sind ein variabler Satz. Im Moment 0,85, kann nächstes Jahr mehr, kann weniger sein. Wir gehen auch hier der Einfachheit halber davon aus, dass dieser Satz über die 36 Jahre Vertragslaufzeit konstant auf dem Niveau bleibt. Außerdem steht hier nochmal, dass die Transaktionskosten eben nicht enthalten sind. Das heißt, da wissen wir schon mal, da gibt es noch weitere Kostenarten, die hier nicht berücksichtigt sind. Auf die gehe ich gleich nochmal ein. So, und jetzt haben wir ja gerade, wie gesagt, hier einige Informationen darüber, dass es noch zusätzliche Kostenarten gibt. Diese weiteren renditemindernden Faktoren, die es jetzt noch gibt, fassen wir als sonstige Kosten des Fonds zusammen, da sie ja unmittelbar mit der Fondsanlage zu tun haben und dadurch beeinflusst werden. In unserem Beispiel setzen wir geschätzt 0,5% Opportunitätskosten an, 1% für die hier erwähnten Transaktionskosten und geschätzte 0,43% für die Cashlock-Falle. Also insgesamt nochmal 1,93% sonstige Kosten durch diese drei gerade genannten Einflussfaktoren. Sämtliche weitere vorhandene Einflussfaktoren lassen wir der Einfachheit halber weg, um es letztendlich hier nicht zu kompliziert zu machen. Um diese Kostenarten besser zu verstehen, verweise ich aber nochmal hier auf das Video und unseren Blogartikel unten in der Beschreibung, um die Grundlagen unserer Vertragsprüfung besser zu verstehen und nachzuvollziehen. Wir haben zu diesem Vertrag von der AXA jetzt ein finanzmathematisches Gutachten erstellt. Und wir haben die eben recherchierten Kosten und Faktoren hier in dieses Gutachten eingegeben. Und das machen wir immer, um unserem Kunden das Ergebnis greifbar in Euro darzustellen, damit er erkennen kann, welche Auswirkungen diese Faktoren langfristig dabei auf seinen Vertrag oder sein Angebot haben. Wir gehen jetzt mal hier auf die Ergebnisseite, beziehungsweise erst auf die Eingaben. Und zwar sehen wir jetzt hier, dass wir einerseits die Fondskosten, eben recherchiert, von 0,85% angegeben haben, dann die sonstigen Kosten, hier unter Punkt 3.4, von 1,93, hier steht nochmal die Zusammensetzung, wie ich sie eben erläutert habe. Damit haben wir die Gesamtkosten der Kapitalanlage von 2,78% mit allen Einflussfaktoren, wie ich sie gerade gesagt habe, hier in der Hinsicht als Schätzwert, weil diese sonstigen Kosten aus der Wissenschaft geschätzte, angesetzte Werte sind. Dann haben wir jetzt eben gesagt, die Gamma-Kosten, die prozentualen Kosten sind 0,48. Eben hatten wir 0,47, das ist hier ein Rundungsfehler, in dem Fall 0,48. Dann haben wir hier die Abschlusskosten, und zwar 2,5%. Die werden auf 60 Monate verteilt. Und wir haben hier die Beta-Kosten, die Verwaltungskosten von 9%. So, und jetzt gehen wir auf die Ergebnisseite und können Folgendes erkennen. Hier auf der Ergebnisseite fassen wir jetzt nochmal zusammen. Also bei einem laufenden Beitrag von 320 Euro über 36 Jahre werden insgesamt 138.240 Euro investiert. Diese 138.240 Euro sollte man auch als Kaufsumme verstehen und sich also verdeutlichen, wie wichtig es ist, bei einer so hohen Summe eben sinnvoll darüber nachzudenken, wo man das Geld investiert. Unter den getroffenen Annahmen, die ich jetzt eben erklärt habe, kommen wir am Ende auf ein Ergebnis von 327.898 Euro und 47 Cent. Davon ausgehend sind dann für den Anleger noch seine individuellen Steuern zu bezahlen. Auf die gehe ich jetzt hier aber eben nicht genauer drauf ein, weil das ganz individuell ist. Was dem Kunden jedoch in den allermeisten Fällen in der Beratung nicht erläutert wird, ist eben diese Blackbox. Hier sehen wir die Kosten des Versicherers, die auf die gesamte Vertragslaufzeit 36.112,90 Euro betragen. Zusätzlich sehen wir hier noch die Kosten der Kapitalanlage, die bei 118.616,32 Euro beträgt oder liegt. Beide Positionen zusammen, also insgesamt 154.729,22 Euro. Ich betone also nochmal, wir haben alle nachlesbaren Kosten, die wir eben im Versicherungsvertrag und in den wesentlichen Anlegerinformationen gefunden haben und alle variablen Faktoren hier eingesetzt und kommen insgesamt auf einen Betrag von 154.729,22 Euro. Im Verhältnis zu den eingesetzten 138.240 Euro sind das über 100%, die dadurch nicht beim Kunden ankommen.
Die wichtigste Kennzahl, die du lernen solltest, ist der sogenannte Effektivzinsverlust. Dieser Prozentsatz beschreibt, wie viel von einer angenommenen Marktrendite du über verschiedene Faktoren verlierst. Hier im Gutachten von der AXA sehen wir, dass der Effektivzinsverlust bei 4,2% pro Jahr liegt. In unserem Beispiel hier kalkulieren wir mit einer Marktrendite von 9% vor Kosten und vor Steuern. Nach Abzug der verschiedenen Kostenfaktoren und sonstigen Faktoren kommen beim Kunden hier auf lange Sicht im Schnitt 4,35% Rendite an. Ziehen wir jetzt aber die Inflation im Schnitt von 2% noch ab, liegt die tatsächliche reale Rendite im Mittelwert bei 2,35%. Das ist dann eine realistisch zu erwartende Rendite nach Abzug aller Faktoren, Kosten und vor allem der Inflation. 2,35% pro Jahr. Das, was zwischen der Marktrendite und der Kundenrendite liegt, nennt man den Effektivzinsverlust. Der liegt bei 4,2%. Bei unseren Berechnungen hier orientieren wir uns auch an den versicherungswissenschaftlichen Studien von Marc Ortmann, der zusammen mit 8 Professoren einen Kostenvergleich von Altersvorsorgeprodukten durchgeführt hat und das in seinem Buch beschreibt. Und das deckt sich auch mit unserem ermittelten Effektivzinsverlust. Den Titel von dem Buch habe ich dir unten in die Beschreibung auch nochmal hinzugefügt. Als Fazit aus meiner Sicht zu dieser Bewertung kann ich jetzt sagen, dass der Vertrag jetzt nicht ganz schlecht ist. Sicherlich gibt es schlechtere Verträge und die Rendite, die hier zu erwarten ist, ist okay. Aber ich weiß aus der Erfahrung, wenn man an diesem Kostenblock hier arbeitet, sprich die nachlesbaren, echten Vertragskosten sich genauer anguckt und vor allem diese zusätzlichen Faktoren, dass es Möglichkeiten gibt, die halt stark zu reduzieren. Und das führt dazu, dass mehr Geld im Vertrag hängen bleibt, der Zinseszinseffekt besser funktioniert und am Ende wir hier nicht über vielleicht 320 oder 27.000 sprechen, sondern wir hier auf 500.000 kommen. Und das ist einfach das, wo du dir selbst die Frage stellen solltest, möchte ich beim gleichen eingesetzten Geld am Ende auf 300 oder auf 500.000 kommen? Und da weiß ich aus der Erfahrung, dass es eben geht. Und deshalb ist es so wichtig, im Vorhinein klar sich anzugucken, wo investiere ich hier und was ist realistisch langfristig zu erwarten. Und wenn wir es schaffen, Kosten und sonstige Faktoren zu reduzieren, dann führt das zwangsläufig zu einem höheren Ergebnis für dich. Und das sollte dich zumindest wachrütteln und in deinem Interesse sein, dass du am Ende für dein gleiches eingesetztes Geld deutlich mehr raus hast. Und das geht eben nicht nur, wenn du bisher noch keinen Vertrag hast und gerade so ein Angebot vorliegen hast wie hier, sondern das geht auch, wenn du bereits einen Vertrag hast. Auch dann lässt es sich eben optimieren in der Hinsicht, dass wir das durchleuchten, was du aktuell hast, was da im Moment für dich arbeitet und überprüfen, inwieweit man das jetzt auch noch optimieren kann. Und das machen wir tagtäglich und deshalb sage ich aus der Erfahrung, dass es sowohl für Angebote als auch für bereits lange laufende Verträge unter Umständen genauso funktioniert. Du hast jetzt viel über den Tarif hier gelernt und weißt jetzt einigermaßen, worauf es ankommt. Wenn du jetzt einen solchen Vertrag oder ein solches Angebot auch vorliegen hast und gerade vor der Frage bist, ob du hier einzahlen oder weiterhin noch einzahlen solltest, kannst du dich gerne bei uns melden. Auf www.tappeconsulting.de kannst du dich bei uns informieren, kannst ein kostenloses Erstgespräch buchen, in dem wir uns dann deine Situation angucken und gucken, was du für einen Vertrag oder Angebot hast und was du damit bezweckst. Und wenn wir erkennen, dass wir hier deutliche Optimierung nachvollziehen oder sehen können, sagen wir dir das auch. Und dann sagen wir dir auch, ob es sich für dich lohnt, uns zu beauftragen, dir ein alternatives Konzept zu erklären. Der erste Schritt ist aber eben ein kostenfreier Termin, wo wir uns gegenseitig kennenlernen und wir deine Situation analysieren. Wenn dich das interessiert, dann wie gesagt, geh auf unsere Homepage, buch dir deinen kostenlosen Termin und dann werden wir uns schon sehr bald wiedersehen. Ich freue mich auf dich, dein David Tappe.